Weber Baumaschinenhandel und Vermietung. Jo, Mahlzeit, Freunde, und willkommen zum neuen Video. Letztes Mal konntet ihr ja sehen, dass mir der Bagger verreckt ist, dass plötzlich kein Hydraulikdruck mehr da war, und deswegen bin ich jetzt mal hier an die Reparatur gegangen. Wie ihr ja eben im Vorspann sehen konntet, wurde ich dabei bei der Reparatur tatkräftig unterstützt. Wie gesagt, von Weber Baumaschine, Handel und Vermietung. Link zu der Homepage packe ich euch mal unten in die Beschreibung. Weber, das ist der Händler, wo der Bagger herkommt. Und der hat mir jetzt eben auch die Ersatzteile, die ich hier für die Reparatur gebraucht habe, zukommen lassen. Aber dazu später mehr. Jetzt hier erstmal zur Sache, was ich hier wieder getrieben habe. Wie gesagt, hat ja komplett der Hydraulikdruck gefehlt. Also alles, was durch die Hydraulik betrieben wird, sowohl der Ketteantrieb als auch vorne der Arm, ging nicht mehr. Gar nichts mehr. Also der Motor hat gedreht, aber es hat sich nichts bewegt. Unser erster Verdacht, also sowohl von mir als auch von dem Daniel, das ist der Händler Daniel Weber, mit dem ich auch ständig in Kontakt gewesen bin während der Reparatur. Unser erster Verdacht war wahrscheinlich eine kaputte Hydraulikpumpe oder eventuell noch so ein Hydraulikventil. Und deswegen habe ich mich dann hier gleich mal an die Hydraulikpumpe gemacht, und dafür musste erstmal die ganze Verkleidung oder ein Großteil von der Verkleidung von dem Bagger runter, weil man dafür so ziemlich von aller Seite an den Motor dran muss. So, hier habe ich dann die hintere Verkleidung schon mal abgehabt. Da unten das Gewicht musste ich auch lösen, damit ich die Verkleidung da vernünftig rauskriege. Und die Seiteverkleidung, die habe ich erstmal dran gelassen. Später habe ich sie dann doch abgenommen, aber hier war ich dann gerade noch zu faul und habe erstmal so angefangen, an der Hydraulikpumpe rumzuschrauben. Hier will ich auch gleich mal wieder dazu sagen, ich bin eben kein gelernter Kfz-Mechaniker oder Landschaftsbauer, Gärtner oder Schreiner. Alles, was ihr hier seht in meinen Videos, habe ich mir entweder selbst beigebracht oder ich habe es halt einfach mal versucht. Ich bin gelernter Metallbauer bzw. Schlosser, und ich muss sagen, dass man in dem Beruf auch schon ziemlich viel lernt, was einen weiterbringt. Aber Spaß gemacht bzw. interessiert hat mich einfach immer schon alles, was ich mit meinen zwei Händen so anstellen kann. Und wenn es eine Lehre geben wird, wo man einfach alles lernt, was man mit seinen zwei Händen so machen kann, ja, dann hätte ich wahrscheinlich das gelernt. Und natürlich ergibt sich ja auch durch eine Sache immer gleich wieder was anderes. Wenn man jetzt hier zum Beispiel Bagger fahren will oder mit Maschine arbeiten will, dann geht natürlich auch mal was kaputt. Und was soll man dann machen? Ich versuche es dann einfach selber zu reparieren. Von Hydraulik zum Beispiel habe ich im Prinzip gar keine Ahnung. Also ich weiß natürlich grob, wie es funktioniert. Aber so speziell habe ich da keine Ahnung davon. Und wenn ich dann so ein Problem habe wie hier, dann versuche ich mir halt einfach logisch abzuleiten, an was das liegen könnte. Und gehe es dann halt einfach an. Da gibt es ja passenderweise dann auch den alten Spruch: mehr wie kaputt gehe, kann es ja nicht. Ja, ich merke auch schon wieder, dass ich hier total vom Geschehen abschweife. Aber ich muss sagen, mir macht es einfach unheimlich Spaß, hier ein bisschen sozusagen mit euch zu interagieren, ja, ein bisschen Hafekäse zu erzählen und dann zu gucken, was ihr so in die Kommentare schreibt, ne? Weil ich muss sagen, bis jetzt seid ihr auch wirklich eine coole kleine Community, wirklich coole Leute, gebt immer wirklich gute Kommentare ab, und wie gesagt, das macht mir einfach Spaß, hier ein bisschen was zu babbeln, ja, während hier das durchläuft, was ich da gemacht habe, und dann zu gucken, was ihr dazu so sagt. Deswegen finde ich jetzt hier auch das Videoformat, so wie ich es gerade mache jetzt im Sommer, ganz cool, weil da habe ich eben oben die Videoaufnahme laufe, und ihr könnt genau sehen, was ich gemacht habe. Aber babbeln kann ich mit euch einen Haufen Scheißdreck sozusagen, ja. So, aber ein Mindestmaß an Information muss ja doch sein.
Und deswegen sage ich euch jetzt mal kurz, was ich hier gemacht habe. Also das, was ich hier unten so schön eingepackt habe, das sind die zwei Hydraulikschläuche, die an der Pumpe angeschlossen sind. Also der eine, der vom Öltank an die Pumpe führt und der andere, der dann von der Pumpe weg in den Hydraulikkreislauf führt. Wenn ich solche Schläuche abschraube, ich versuche dann immer die schön einzupacken. Hier hatte ich jetzt passenderweise so kleine Tütchen oder ich nehme einfach Papier, einfach damit da kein Dreck reinkommt. Die Hydraulikpumpe selbst, das ist das schöne Teil hier und die war einfach nur mit zwei Schrauben am Motor befestigt. Und nachdem die Schrauben gelöst waren, konnte man die dann einfach durch ein bisschen Klopfen und Wackeln rauslösen. So, als nächstes muss dann hier an der Pumpe ein bisschen was geschraubt werden. Das, was ich hier markiert habe, das sind so zwei Adapterstücke, nenne ich es jetzt mal, die die Welle der Pumpe mit der Welle am Motor verbinde. Das hier, das fand ich ganz witzig, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Der Bagger, der kommt ja aus Chinesien und deswegen steht auf den Teil auch immer schön alles in chinesische Zeichen drauf. Das finde ich immer ganz witzig. So, dann kam als nächstes eine schwere Geburt, weil dann musst hier an der alten Pumpe auf beide Seiten, da diese Anschlüsse, wo die Schläuche angeschlossen werden, die musste rausgeschraubt werden, damit ich sie dann in die neue Pumpe wieder reinschrauben kann. Warum schwere Geburt? Ganz einfach, weil die Dinger, die waren da so festgeochst, also so feste Schraube oder ja, so eine feste Schraubverbindung habe ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Ne? Hat mich auch ein bisschen verwundert, dass kleine chinesische Hände da so einen Drehmoment drauf packen können. Ne? Aber auf jeden Fall hatte ich so hier oben auf meiner improvisierten Werkbank überhaupt keine Chance, das locker zu kriegen. Und deswegen habe ich die Pumpe dann mal kurz mit runter in die Werkstatt genommen, wo ich sie dann in den Schraubstock bzw. in die Hobelbank eingespannt habe. Und da dann schlussendlich, nachdem ich mir noch eine Verlängerung für den Schraubenschlüssel improvisiert habe, geschafft habe, die zwei Adapterstücke da rauszuschrauben. So, nachdem die zwei Anschlussstücke dann bei der alten Pumpe rausgeschraubt waren, musste sie logischerweise bei der neuen Pumpe wieder rein. Und weil ich unten in der Werkstatt war, habe ich auch gleich noch die neue Pumpe oben, wo sie dann angeschlossen wird an den Motor, auch gleich noch schön blank gemacht mit einer Stahlbürste. Ja, das habe ich euch ja eben hier gezeigt, weil die hat ein bisschen Flugrost angesetzt. Ja, die war halt wahrscheinlich nicht vernünftig eingeölt, aber wie gesagt, nichts Dramatisches. Da war bloß ein bisschen Flugrost drauf. Das habe ich mit der Stahlbürste runtergeschrubbt und dann war das auch wieder gut. Jo, das Reinschraube hier war dann keine große Aktion. Da kamen dann hier diese zwei Kunststoffstopfe raus, die da drin waren, damit da einfach kein Dreck reinkommt. Und da wurde dann die zwei Anschlussstücke einfach wieder reingeschraubt. Die haben auch zwei verschiedene Größe, also kann man da auch nichts verwechseln. Eine Dichtung ist noch drauf und dann wird es einfach da reingeschraubt und gut ist die Sache. So, nach dem Ausbau kommt logischerweise auch wieder der Einbau. Habe ich mich dann hier auch gleich dran gemacht, die Pumpe wieder einzubauen. Da wird dann entweder auf die Welle, die aus der Pumpe kommt, oder die Welle, die aus dem Motor kommt, ist meiner Meinung nach eigentlich egal, auf welches Stück von der Welle werden dann auf jeden Fall wieder die Adapterstücke da drauf gesetzt, also damit die Pumpe mit dem Motor gekoppelt ist. Und dann wird die Pumpe wieder da reingesteckt und mit den zwei Schrauben dann wieder verschraubt. Das Ganze bedarf sanfter Gewalt, weil die Pumpe wird da auf Druck, ein bisschen auf Press in das Gehäuse, das da vom Motor rauskommt, reingesteckt. Und da muss man dann ein bisschen mit Druck arbeiten, bis man dann die Schraube da ansetzen kann. Und dann kann man mit der Schraube eigentlich den Rest da festziehen. So sollte man auf beide Seiten ungefähr immer gleich viel Schraube, weil die Pumpe soll sich ja nicht verkeilen. Halt, stopp! Jo, warum halt stopp? Ja, weil mir ist dann gerade noch
eingefallen, dass es vielleicht ganz schlau wäre, die Welle, die da drin läuft, zu schmieren, weil das Öl, das geht bloß durch den hinteren Teil von der Pumpe, also da, wo die zwei Schläuche angeschlossen werden. Und das Stück, wo die Welle aus der Pumpe rauskommt und mit der Welle vom Motor gekoppelt wird, da geht gar kein Öl durch. Ja, das heißt, das sollte man meiner Meinung nach schmieren, ja, weil so bewegliche Teile und so Welle und Zahnräder, denke ich, sollte immer gut geschmiert sein. Ich bin zwar kein Spezialist, aber das würde ich mal schlussfolgern und deswegen muss die Pumpe dann hier doch noch mal schnell ausgebaut werde, war ja kein großes Ding. Ich wusste ja mittlerweile, wie es funktioniert. Einfach die Pumpe nochmal raus. Und danach habe ich dann die Welle mit dem Fett, was ich euch eben gezeigt habe, hier von Liqui Moly in meinem Fall. Das benutze ich eigentlich ganz gern, das Fett, für alles Mögliche. Also für alle möglichen Teile, wo kein spezielles Fett angegeben ist, benutze ich eigentlich das. Bin damit zufrieden, das schmiert gut, das schmiert lange. Benutze ich eigentlich immer das Fett. Ja, und auf jeden Fall dann hier, ich habe mir da so eine kleine Spritze zugelegt, ne? Wenn ich an solche unzugängliche Stelle, sage ich mal, schmieren muss, also ohne Fettpresse halt irgendwie einfach freihand, nehme ich da die kleine Spritze, wie ihr es eben gesehen habt. Damit kann ich das Fett dann da drauf machen. Dann habe ich noch alles gut verschmiert, dass überall Fett ist, dass überall an der Welle gut Fett ist. Ja, und danach dann dasselbe Spiel nochmal wie vorher, die Pumpe einfach wieder eingebaut. So, danach musste ich dann bloß noch die zwei Schläuche wieder anschließen. Das war auch keine große Sache, es sind eben bloß zwei Schläuche, ein Zulauf und ein Ablauf, sage ich mal. Wurde da einfach wieder dran geschraubt, ordentlich festgezogen wieder und dann war ich eigentlich auch schon an dem Punkt, wo ich dann den Bagger mal starten konnte und gucken konnte, ob alles wieder läuft. Jo, ich war dann auch echt gespannt, ob wieder alles geht. Hab dann hier alles startklar gemacht, Gas gegeben, Schlüssel rein und wollte gucken, ob es wieder läuft, ne? Ja, aber scheiße war's. Die Kiste wollte nicht anspringen. War mir dann auch erstmal schleierhaft. Warum? Weil am Motor war ja normalerweise nichts. Aber ich habe schon in den letzten paar Wochen gemerkt, dass er irgendwie beim Starten manchmal rumzickt. Aber ob es jetzt der Anlasser war oder irgendein anderes Problem, war mir noch nicht klar. Aber gut, ich habe mir dann da alles mal angeguckt an der Zündanlage. Anlasser, Zündschloss, Kabel, alles überprüft. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die Kontakte vom Zündschloss ziemlich fertig ausgesehen haben. So hat das Zündschloss von innen ausgesehen und Freunde, dafür brauche ich kein Fachmann zu sein, um sagen zu können, dass da höchstwahrscheinlich kein Strom oder nicht viel Strom fließen wird. Letztendlich habe ich es dann doch geschafft, nachdem ich die Kontakte vom Zündschloss mal ordentlich gesäubert habe, auch wieder mit Stahlbürste und so, damit die Kontakte wieder frei sind, damit da alles passt, habe ich es dann geschafft, den Bagger mal anzuwerfen, habe dann leider vergessen, da die Kamera mitlaufen zu lassen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass immer noch nichts ging. Es war das gleiche Bild wie vorher, null Hydraulikdruck, es ging gar nichts, ja. Und deswegen ging dann hier die Fehlersuche weiter. Ich hatte ja noch das Ventil, das mit der Pumpe mitgeschickt wurde, das ich noch tauschen konnte. Nachdem mir dann der freundliche Händler erklärt hat, wo das Ventil sitzt, habe ich es dann auch relativ schnell gefunden. Einfach da vorne unter der Abdeckung, wo die ganze Steuerhebel dran sind. Also da sitzt dann der Hydraulik-Steuerblock drunter, der das sozusagen das ganze Öl verwaltet, das aus der Pumpe kommt. Da sitzt das Ventil dann drin in dem Steuerblock. Und das Ventil, das ist ein Druckbegrenzungsventil. Also die Pumpe, die schickt ja einfach nur das Öl nach vorne, total ungesteuert. Also die Pumpe, die hat natürlich auch ihren maximalen Druck, den sie erzeugen kann. Aber dann gibt es eben nochmal hier das Ventil, das den Druck genau begrenzt, sodass die Hydraulikmotoren
Und der Steuerblock und die Zylinder, dass die nicht so viel Druck abkriege, weil die sind halt für den maximalen Druck ausgelegt. Und dieses Ventil, das steuert dann den Druck, der überall ankommt. Und das muss dann nur da rausgeschraubt werden und das neue dann reingeschraubt werden. War ein bisschen gefummelt, kommt man da ein bisschen blöd dran, aber das ging. So, hier zeige ich es euch nochmal. So sieht das gute Stück aus, damit ihr es auch nochmal gesehen habt. Jo, und dann konnte ich den Bagger nochmal anschmeißen, um zu gucken, ob es jetzt funktioniert. Aber leider, wie ihr es ja gesehen habt, gerade ging immer noch nichts. Also wieder dasselbe, Motor einwandfrei gelaufen, aber Hydraulik hat sich gar nichts bewegt. Naja gut, das hat dann also bedeutet, dass ich nochmal scharf nachdenken muss, an was es jetzt liegen könnte. Und ich hatte ganz am Anfang schon mal die Vermutung oder den Verdacht, dass eventuell zu wenig Hydrauliköl drin ist, weil mir sind ja schon ein paar Mal Schläuche geplatzt und natürlich verliert der Bagger da jedes Mal Öl. Und ich habe bis jetzt auch noch kein Öl nachgefüllt gehabt an dem Bagger und auch noch keinen Hydrauliköl Wechsel gemacht. Der wäre jetzt dann auch mal fällig gewesen. Damals, gleich nachdem mir der Bagger verreckt ist, habe ich auch dann gleich mal unter auf das Schauglas geguckt und den Stand überprüft. Aber das war fast voll. Das stand, also da ist eine 10er Skala drauf und der Ölstand war ein Stück über 10. Und deswegen habe ich da den Verdacht, dass vielleicht zu wenig Öl drin ist, nicht weiter verfolgt. Aber da es ja augenscheinlich nicht an der Pumpe und nicht an dem Ventil gelegen hat, muss ja irgendwo das Problem liegen. Und ich habe dann nochmal auch wieder in Kontakt mit dem Daniel, mit dem Händler, zusammen überlegt, an was es liegen könnte. Und schlussendlich sind wir dann drauf gekommen, dass wahrscheinlich doch zu wenig Öl drin sein wird. Und dann hat es auch Sinn ergeben. Habe ich mich dann ein bisschen geärgert, ja, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Der Bagger ist mir ja damals verreckt, als ich rückwärts eine leichte Schräge hochgefahren bin. Und als ich mir das dann durch den Kopf gehen habe lassen, hat es natürlich auch total Sinn ergeben. Da war wahrscheinlich nicht mehr viel Öl drin. Und als ich dann rückwärts die Schräge hochgefahren bin, ist dann das restliche Öl auch noch nach vorne geschwappt, also hinter von der Saugleitung, wo die Pumpe das Öl ansaugt, weg. Und deswegen ging dann nichts mehr. Also gesagt, getan, 5 Liter Hydrauliköl erstmal besorgt, hab das reingeschüttet, einfach weil ich wissen wollte, ob es da dran liegt. Und siehe da, das Öl nachgefüllt, Bagger angeschmissen und es ging alles wieder. Es lag also tatsächlich an dem Öl, dass zu wenig Öl drin war. Das Schauglas, der Schwimmer, der hat natürlich angezeigt, dass der Tank voll wäre, weil eben das ganze Öl nach vorne geschwappt ist. Ja, aber es war zu wenig drin. Nachdem ich dann gewusst habe, was das Problem ist, war ich natürlich erstmal erleichtert. Und weil ich den ganzen Bagger schon auseinander gehabt habe, habe ich das dann mal mit dem schon lang überfällige Service verbunden, den der Bagger nötig hat, also Hydrauliköl wechseln, Hydrauliköl-Filter wechseln, Motoröl wechseln, Motoröl-Filter wechseln, Luftfilter und Dieselfilter habe ich mir auch angeguckt, aber die waren beide noch in Ordnung. Und so war dann eben samstags großer Ölwechseltag. Habe ich dann auch ja einen guten halben Tag lang rumgemacht, da das Öl zu wechseln, aber es ging alles. Ich kann euch auch hier nochmal kurz ein Bild von dem Hydrauliköl-Filter zeigen, weil an dem Bild kann man ganz gut erkennen, dass da schon gut was an Späne und Dreck drin war.
weil der braune Klumpe, den ihr da oben seht, darunter versteckt sich ein Magnet, der eben die Metallspäne und alles Metallische, was da drin ist, halt rausfiltern soll oder aufhalten soll. Natürlich bleibt auch was im Filter an sich hängen, aber der Magnet, der nimmt schon mal ganz gut was weg und daran könnt ihr jetzt eben auch gut sehen, dass da schon was drin war. Also Ölwechseltag, alle Öle und alle Filter wechseln. Da habe ich die Kamera dann nicht mitlaufen lassen, weil man weiß ja nie, wer so zuschaut, ne? Allerdings sollte es eigentlich auch kein Problem darstellen, weil der Bagger, der läuft ausschließlich mit bestem Biobasisöl von Seitenbacher. Lecker, 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 lecker. Also, nachdem dann alles gewechselt war, konnte ich den Bagger wieder zusammenschrauben, also die ganze Verkleidung und so wieder dran und alles wieder einsatzbereit machen. Hier war dann schon wieder alles zusammen, alles wieder schön zusammengeschraubt. Es sind auch ausnahmsweise mal keine Schraube übrig geblieben und dann konnte ich den Bagger anschmeißen endlich wieder und es konnte losgehen. Also, ihr seht's, endlich, es geht alles wieder. Es funktioniert auch wieder wie am ersten Tag, weil ich habe schon in der letzten Zeit gemerkt, dass der Bagger irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust war, aber habe gedacht, das liegt vielleicht an einem verstopften Filter oder so und das wollte ich dann eigentlich erst im Winter angehen. Aber es hat halt scheinbar dran gelegen, einfach, dass zu wenig Öl drin war. Hier geht alles wieder wunderbar. Jetzt auch eben nochmal ein kurzes Wort zu dem Händler. Ja, wie gesagt, Weber, Baumaschinehandel und Vermietung, der jetzt sozusagen das Video hier gesponsert hat. Ich hoffe ja mal, dass ihr durch meine bisherigen Videos eigentlich wisst, dass ich immer versuche, neutral über alles zu berichten, was ich so verwende an Materialien und Werkzeug. Und deswegen kann ich euch hier halt auch mit gutem Gewissen sagen, dass der Händler wirklich top ist. Also wenn es um so kleine Bagger oder solche Maschinen geht, ja, ist das wirklich eine super Adresse. Weil was mir am meisten aufgefallen ist oder was mir jetzt am wichtigsten war, was mir am besten gefallen hat, war wirklich der Service. Also ich habe wirklich selten so ein gutes, so ein netter Service erlebt, wie hier beim Daniel. Der hat mir hier wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden, egal ob es Wochenende war oder Feiertag, wenn ich da was gefragt habe. Dann kam da ziemlich schnell eine Antwort, wirklich nett, war immer da, war immer zur Stelle, hat immer versucht mir zu helfen, auch mit der Ersatzteile, die hat er gleich verschickt. Das war wirklich eine prima Sache. Und das Besondere daran ist halt, wie ich finde, also die Garantie für den Bagger, die ist schon längst abgelaufen. Und der ganze Service, den ich hier erhalten habe, ist halt eben auf rein freiwilliger Basis erfolgt. Ne? Also der hätte sich eigentlich gar nicht um mich kümmern müssen, hat er aber gemacht. Und das finde ich, kann man wirklich mal hervorheben. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, hier das Video zu machen und mal für den ordentlich die Werbetrommel zu rühren, weil so ein gescheiter Händler und so ein guter Typ, der hat es verdient. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, den Link zu seiner Homepage, den packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung und falls ihr mal Bedarf an solche Maschine habt, dann guckt doch einfach mal bei dem rum, ob ihr da fündig werdet. Jo, Freunde, aber ich sehe jetzt gerade auch hier schon wieder, das Video ist schon wieder arschlang geworden. Aber ihr wisst ja mittlerweile, ich bin halt ein alter Babbelsack, ne? Ich schwätze halt gern viel. Wie gesagt, das gefällt mir auch einfach mit euch da ein bisschen die Interaktion. Aber das reicht jetzt hier an der Stelle.
In dem Sinn bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich würde sagen, bis demnächst, Freunde.